Hallo ihr Lieben, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, die ich mir im Moment irgendwie stelle. Ich weiß, ich habe mir die früher schon mal gestellt. Man hat ja immer so Phasen. Wie seht ihr das? Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Haben wir einen Sinn in unserem Leben? Oder ist es vielmehr so, dass man seinem Leben einen Sinn geben kann? Das ist nämlich meine Überlegung. Vielleicht sind wir da einfach nur, wurden geboren, leben unser Leben. Macht das Sinn? Ich kann einen Sinn daraus machen. Also sehen wir doch mal in der Natur. Was ist in der Natur los, in der Tierwelt? Da geht es um Leben und um Überleben. Also in der Natur heißt es immer, oh Gott, wie schaffe ich das, dass ich nicht gefressen werde? Dass ich überlebe, dass ich keinen Unfall habe, wie kann ich mich versorgen, wie kann ich mich ernähren und wie kann ich mich fortpflanzen. Das ist die pure Natur in der Tierwelt. Aber trotzdem sehe ich ja, wie die Tiere auch ihre, ich sag mal, Auszeit nehmen, ihr Leben genießen. Ja, also bei unseren Katzen ja so und so, weiß jeder, der Tiere hat, die sind glücklich, die entspannen, die sind fröhlich, die spielen. Ich sehe das aber auch so bei nicht häuslichen Tieren. Was fällt mir ein? Eine Eidechse. Hier sind ja auf Teneriffa viele, viele Eidechsen. Habe ich ja gerade so ein kleines lustiges Video zugedreht. Die Eidechsen, klar, die versuchen auch zu überleben, sich vor den Katzen zu retten. Die suchen Nahrung. Aber ich sehe auch immer wieder eine Eidechse, die sitzt so auf dem warmen Stein und genießt die Sonne. Das muss aber ja, ist da ein Sinn drin? Da wäre jetzt von oben ganzheitlich betrachtet der Sinn ist, dass es immer weitergeht, dass sie überleben und die Starken überleben. In unserer menschlichen Kultur, das kann ja nicht unser Sinn sein. Also vielleicht gibt es gar keinen Sinn. Vielleicht aber gibt es doch einen Sinn. Wer weiß das? Das hat auch viel mit dem Glauben zu tun, gar keine Frage. Ich persönlich denke, meine ganz persönliche Meinung, und die möchte ich an euch weitertragen, ich finde es wichtig, glücklich zu sein. Also ich muss alles versuchen, mein persönliches Leben so zu gestalten, dass ich mit meinem Leben glücklich bin. Und das ist natürlich bei jedem Menschen anders, weil jeder von uns eben auch anders ist. Ist ja auch gut so. Und wenn ich dann meinem Leben noch einen Sinn gebe, also zum Beispiel, ich mache mir zur Aufgabe, voll in den Tierschutz einzusteigen. Ist jetzt mein Bereich. Ich mache mir zur Aufgabe, Katzen gesund zu machen. Ich mache mir zur Aufgabe, die Naturheilkunde voranzubringen. Oder andere Bereiche. Es ist meine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu helfen, Kindern zu helfen, ältere Menschen zu unterstützen, Orang-Utans zu retten. Es gibt so viel, wo man sagen kann, das ist etwas, da gebe ich meinem Leben einen Sinn. Und dann kommt da wieder dazu, das ist ja in der Regel eine Herzensaufgabe, sonst macht man sowas nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese Beispiele. Das sind alles Sachen, was ich persönlich als sinnvoll ansehe, dafür engagiere ich mich, gebe damit meinem Leben einen Sinn. Und das ist ja immer, um anderen auch etwas Gutes zu tun, den Tieren, den Menschen, der Natur etc. Und gleichzeitig gibt es mir etwas zurück, denn wenn ich mich engagiere, so gesehen jetzt etwas Gutes tue, dann macht es mich ja glücklich, wenn ich Erfolg damit habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit meinen Beratungen eine Katze wieder gesund machen kann mit der Naturheilkunde, macht das die Katze glücklich? Macht das das Frauchen von dem Kätzchen glücklich? Und es macht mich glücklich. Und so kann man das in vielen Bereichen sehen. Es muss nicht immer das komplette Engagement sein. Es kann auch sein, man hat einen Beruf. Ich weiß noch, meine Fußpflegerin, bei der ich früher war, ist ja nun nicht der schönste Beruf, anderen Menschen immer an den Füßen rumzumachen. Und sie hat auch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das mache und so. Aber das ist so eine gesprächige Person gewesen. Und zu der habe ich gesagt, du, ich kann mir schon vorstellen, dass das genau dein Ding ist, dass du über die Fußpflege mit den Menschen so ins Gespräch kommst
und den Menschen dann ja auch Gutes tust. Es gibt viele Menschen, die wollen einfach mal nur Sachen loswerden, wie beim Friseur. Ja? Fußpflege genau das Gleiche, mal erzählen und loswerden. Und es mag ja sein, wenn sie diesen Menschen mag, ihren Fußpflegepatienten, und da eine Kommunikation ist, dann wird sie auch automatisch Ratschläge geben und so den Menschen helfen. Und so ist vielleicht gar nicht dieses Thema Füße, um das es geht, obwohl schöne Füße sind ja auch was wert. Aber es ist gleichfalls auch den Menschen über Gespräche zu helfen. Und das, genau das kann man bei vielen Berufen sehen. Also viele Berufe, die sind vielleicht gar nicht mal so der Beruf selber, aber du kannst ja auch, du bist Maler und machst die Menschen glücklich, weil du denen drin ganz hübsche Wände zauberst, machst du andere glücklich. Oder du bist Maler und auch so ein Sabbeltyp und hast gleichzeitig tolle Gespräche und hilfst den Menschen. Und das ist für mich seinem Leben ein Sinn geben. Und zwar einmal für andere und gleichzeitig für sich selber. Ob aber unser Dasein wirklich einen Sinn hat, gerade in der heutigen Zeit, denke ich mal, das können wir ja ganz klar sagen, das, was jetzt geschieht, das kann nicht der Sinn unseres Daseins sein im Weltgeschehen. Aber für jeden Einzelnen von uns kann sich vielleicht ein Sinn ergeben, dass wir uns in dieser extremen Krise weiterentwickeln, auf andere Ideen, auf andere Gedanken kommen, andere Menschen kennenlernen, weil sich auf einmal unsere Interessen verlagern. Da kann ganz, ganz viel geschehen. Also es muss gar nicht alles einen Sinn haben, wenn ihr mich fragt. Es ist wichtig, dass man glücklich ist, und wenn man das nicht ist, sollte man versuchen, sein Leben so zu verändern, dass man glücklich wird. Und wenn ich dem Ganzen noch einen Sinn gebe, also wenn ich sage, mein Lebenssinn ist, was ich da alles vorhin aufgeführt habe, dann hat mein persönliches Leben für mich persönlich einen Sinn und auch für die anderen, denen ich hoffentlich helfen kann. Ich wollte jetzt mal weg von dem globalen Weltgeschehen, weil wir sehen, es wird immer so weitergehen, es geht so weiter, und so langsam hat keiner von uns da mehr Lust zu. Und viele, die so ein bisschen spirituell und so weiter unterwegs sind, machen sich die Gedanken und sagen alle, das ist eine große Zeit des Wandels. Und das ist auch so. Wir informieren uns so viel, es kommen so viele Sachen jetzt zutage, was wir vorher alles nicht wussten. Es ist eine Informationsinput, wenn man es denn möchte. Wahnsinn! Und es ist ein Wandel für die Welt und für jeden einzelnen Menschen, der dazu bereit ist. Und ich finde das immer noch spannend. So schlimm das alles ist und so nervenaufreibend und so trist und so brr, es ist eine Chance für einen Wandel und für jeden Einzelnen von uns. Und zwar natürlich meine ich, weiterzukommen, sich zu entwickeln und etwas Positives zu gewinnen. Für sich selber, für sein Umfeld und so weiter. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten Schulitz.